Hallo und herzlich willkommen. Hier erfährst du alles über Motten. Wir gehen gleich auf folgende Themen ein. Welche Motten gibt es? Wo fühlen sie sich wohl? Und wie werde ich sie wieder los? Also, welche Motten gibt es? Zuerst einmal sind Motten sogenannte Kleinschmetterlinge. Und im Haushalt kommen in der Regel nur zwei Arten von Motten vor. Von denen habt ihr sicherlich schon gehört. Zum einen gibt es Kleidermotten und Lebensmittelmotten. Diese werden aber auch Mehlmotten genannt. Der Unterschied ist recht einfach. Die Kleidermotten sind um die 4 bis 9 mm lang und haben eine Spannweite von ca. 14 mm. Sie kommen oft im Kleiderschrank vor. Besonders ärgerlich sind die weiblichen Kleidermotten, da diese 100 bis 200 Eier legen und die werden nach 3 Monaten zu ausgewachsenen Motten. Die Mehlmotte ist etwas größer, ca. 10 bis 14 mm und verkriecht sich oft im Mehl oder anderen Lebensmitteln. Und nun zu Punkt 2. Wie halte ich die Motten fern? Es gibt zwei Arten, wie du die Motten fernhältst. Zunächst einmal sollte man abends, wenn das Licht an ist, die Türen und das Fenster von der Wohnung zumachen. Ebenso hilft die Anbringung von Fliegengittern. Das Mottenproblem hat aber in der Regel keinen hygienischen Hintergrund. Das heißt, du kannst die Motten theoretisch auch einfach in die Wohnung bringen, entweder an der Kleidung oder durch bestimmte Lebensmittel. Wo wir beim Stichwort Lebensmittel sind: Lebensmittelmotten verstecken sich gerne, zum Beispiel in Mehl, Reis, Stärke, bei Nüssen oder bei Schokolade. Diese Sorten von Lebensmitteln sollte man also besser nicht offen stehen lassen. Kleidermotten ernähren sich hauptsächlich von Hauptschüppchen und Haaren. Deshalb solltest du nie ungewaschene Wäsche in den Schrank hängen und Kleidung, die du länger nicht trägst, solltest du in Plastiktüten oder Kleiderschutzbeuteln aufbewahren. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie werde ich die Motten wieder los? Hast du bereits Motten, kannst du sie mit der Kraft der Elemente besiegen. Hitze mögen die Motten gar nicht. Gerade die Larven trocknen bei erhöhter Temperatur sehr schnell aus. Auch bei eisiger Kälte sterben die Larven ab. Dafür musst du deine Kleidung allerdings auch einfrieren oder im tiefen Winter nach draußen legen. Dann gibt es auch Duftstoffe, wie zum Beispiel Lavendelöl oder ätherische Öle. Ein Säckchen mit Lavendel einfach zwischen die Kleidung legen und die Motten sollten langsam verschwinden. Du kannst aber auch Zeitungspapier zwischen die Wäsche legen. Angeblich mögen Motten die Druckerschwärze nicht. Es ist nicht bewiesen, aber scheint zu funktionieren. Natürlich gibt es aber auch echte Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Motten. Ganz interessant sind hier die Schlupfwespen. Diese sind mini kleine Problemlöser, also ganz kleine Wespen, die die Larven und Eier der Motten fressen. Aber keine Angst, die Wespen sind wirklich sehr klein und können dir nicht gefährlich werden. Nachdem die Wespen dann alle Larven gefressen haben, sterben sie selbstständig wieder aus. Zudem gibt es auch Mottenfallen. Durch Pheromone werden die Motten angelockt und bleiben dann auf der Klebefläche haften. Vorbeugen ist aber natürlich das Beste. Fenster mit Fliegengitter ausrüsten und keine ungewaschene Wäsche in den Kleiderschrank. Damit sollte man die wahrscheinlichsten Gefahren schon mal vermeiden können. Falls du jetzt noch Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne bei uns melden. Wir freuen uns wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo.